Dass dieser Erdklumpen einmal zu ihrer Lebensgrundlage werden sollte, konnte sich Uma vor knapp 2 Jahren kaum vorstellen. Erst als sie ins Ausbildungszentrum der SOS-Familienhilfe in Nagapattinam in Südindien kam, schöpfte sie wieder Hoffnung. Ich bin 27 und habe 3 Kinder. Dank SOS kann ich jetzt mit Töpferarbeiten meinen Lebensunterhalt verdienen. Bevor sie ins Familienhilfsprogramm von SOS kam, wussten Uma und ihr Mann nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren sollten. Sie arbeiteten als Tagelöhner auf dem Feld, aber aufgrund falscher Bewässerung wurde der Ertrag immer weniger. Der Anbau lohnte sich nicht mehr. Das hier ist das Land, auf dem wir Gemüse und Reis angebaut haben. Jetzt ist die Erde versalzen und dadurch unfruchtbar geworden. Nichts wächst mehr. Heute ist aus dem ehemaligen Feld eine Müllkippe geworden. 12 Familien verloren ihre Existenzgrundlage. Was Uma blieb, war ihre ärmliche Hütte mit undichtem Dach und einer Wäscheleine als Schrank. Und sie hat 3 Töchter, die alle verheiratet werden sollen. Für die Familie eine extreme finanzielle Belastung. Die Zukunft meiner 3 Mädchen ist unsicher. Hier und heute wird immer noch eine sehr hohe Mitgift gefordert. Ich weiß nicht, wie ich das Geld aufbringen soll. Mein Mann und ich tun alles, damit es unseren Mädchen einmal besser geht. Dass 5-köpfige Familien mit weniger als $2 am Tag auskommen müssen, gehört zum Alltag. Hier auf dieser kleinen Insel in der Nähe von Nagapattinam, einer Hafenstadt in Südindien, leben die Ärmsten der Armen. Früher hießen sie die Kastenlosen. Sie haben kaum eine Chance, der Armut zu entrinnen. Als die SOS-Sozialarbeiterin Raji von Omas großen Problemen hörte, besuchte sie die Familie, um zu helfen und nach Lösungen zu suchen. Das hier ist ein typischer Fall für das Familienhilfsprogramm von SOS. Wir schauen, welche Fähigkeiten die Frau mitbringt, und dann schlagen wir ihr eine neue Verdienstmöglichkeit vor. Für Uma begann so ihr Start in ein neues Leben. Gemeinsam mit anderen betroffenen Frauen bekam sie im SOS-Sozialzentrum eine für sie passende Ausbildung. Uma lernte zu töpfern. Ich habe die Erde vom Feld geholt, dann habe ich sie für eine Weile trocknen lassen und dann gewässert, damit sie weicher wird. Dann konnte ich die Tonerde besser kneten und daraus konnte ich diesen Lakshmi-Brunnen formen. Jetzt töpfere ich schon ganz gut und bin viel selbstbewusster geworden. 5 Tage braucht der Ton, um zu trocknen. Erst dann kann die Figur gebrannt werden. Während die Frauen sich um Brennholz kümmern, werden deren Kinder nach der Schule in einem Nebenraum bei den Hausaufgaben betreut. Auch das gehört zur SOS-Familienhilfe, und Omas Kinder, die 5-jährige Alviay, die 7-jährige Alaysia und die 9-jährige Abi, fühlen sich sichtlich wohl. Uma und die betroffenen Frauen sind froh. Denn sie haben durch ihre Töpferarbeit und durch die Familienhilfe von SOS wieder neue Wege gefunden, wie sie sich und ihre Familien ernähren können. Und sie haben gelernt, wenn sie gemeinsam ein Ziel verfolgen, haben sie Chancen, der Armut zu entrinnen. Den Brunnen verkaufe ich für 1000 Rupien. Das ist die Göttin Lakshmi und sie steht für Wohlstand und Reichtum. Jetzt bin ich mir sicher, dass ich auch für die Zukunft meiner Mädchen, hier, das ist meine Jüngste, sorgen kann. Schauen wir mal, ob er auch funktioniert. Der sprudelnde Brunnen. Für die Frauen hier steht er symbolisch für neue Perspektiven. Für sich selbst, aber vor allem auch für die Kinder.